US-Präsident Donald Trump hat sich inmitten der Unruhen zu Wort gemeldet. Vor der St. John's-Kirche nahe des Weißen Hauses posierte der Präsident mit einer Bibel. Medienberichten zufolge wurden Demonstranten für diesen arrangierten Fototermin mit Tränengas vertrieben, um Trumps Weg zur Kirche freizumachen. Zuvor hatte der Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses eine kurzfristig anberaumte Rede gehalten und mit dem Einsatz der US-Streitkräfte gedroht. Der Tod des schwarzen George Floyd sorgt seit rund einer Woche für Proteste in den ganzen USA. Ich habe jedem Gouverneur dringend empfohlen, verstärkt die Nationalgarde einzusetzen, um die Kontrolle über die Straßen zurückzuerlangen. Bürgermeister und Gouverneure müssen so lange mit Strafen drohen, bis die Gewalt niedergeschlagen ist. Ich entsende abertausende schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten, um die Ausschreitungen, Plünderungen und den Vandalismus zu stoppen. Das sind keine friedlichen Proteste, das ist innerer Terror. Die Zerstörung von unschuldigem Leben und das Vergießen von unschuldigem Blut ist ein Verstoß gegen die Menschlichkeit und ein Verbrechen gegen Gott. Amerika braucht Schöpfung statt Zerstörung, Zusammenarbeit statt Verachtung, Sicherheit statt Anarchie, sagte der Präsident. In Washington D.C. trat am frühen Abend eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Seit Tagen kommt es in vielen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit.